So, da würde ich sagen, gehen wir mal zu Farim. Von dem haben wir gerade erfahren, das ist ein Fischer hier ganz in der Nähe. Und dem ist wohl ein Kollege abhanden gekommen. Wollen wir mal schauen, was sich da genau abgespielt hat. Farim, ich bin auf dem Weg zu dir. Bereite dich schon mal vor. Lege den roten Teppich aus. Ich bin ein auserwählter Inos, der die ganze Nacht in der Bar verbracht hat. Ich bin cool. Ich bin jetzt einer von den coolen Jungs, Mann. Hörst du? Einer von den coolen Jungs. Farim, warum bist du nicht da? Ach so, da bist du ja. Ich dachte schon. Hey. Jag mir nie wieder einen Schrecken ein, du Arschloch. Erstmal dein ganzes Geld klauen. 11 Goldstücke, aber mein Sohn. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Und was für ein Ärger denn? Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit dem Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Okay, vielleicht kann ich dir. Ich wusste nicht, dass man das sagen kann. Oh, Scheiße. Eigentlich muss ich es sagen. Eigentlich muss ich es sagen. Wenn ich jetzt wüsste, wann ich das letzte Mal gespeichert habe, ich würde es auf der Stelle sagen. Gib mir all deine Fische. Oh, Mann. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der den guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ist okay. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Und, was für Typen waren das? Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Alles klar. Ich werde schauen, wo, dass ich ihn finde. Wo genau ist denn diese Stelle, wo Sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Die Man kann kennen sie nur wir. mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Okay, Leute. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Ich glaube, ich werde ihn finden. Tschüss. So, dann regeln wir mal kurz sein Problem mit der Miliz, denn zufälligerweise bin ich ein Netz. Hallo? Ich wollte gerade sagen, Farim, du sollst Fische fangen, Mann. Keine Menschen. Genau, zufälligerweise kenne ich einen Milizsoldaten, oder wie er ist zumindest in einem Club, wo wir jetzt bei alle Mitglied sind. Und dort ströbert er herum. Hallo Hey. Martin. Hallo Martin. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Aha. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Okay. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben.
verstehe, was du meinst. Fischer, als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Okay, laufen wir mal zum guten alten Farim. Man kann nicht oft genug zu Farim laufen. So habt ihr euch die Folge vermutlich nicht vorgestellt, aber ich will diese kleinen losen Enden einfach erledigt haben. Es macht uns die Welt wirklich um einiges einfacher. Hier war Feldknöterich, genau. Hallo Feldknöterich. Hallo Marco. Hallo hey, Farim. Du. Hallo Marco. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Okay. Was mir gerade noch einfällt, ich habe den Hauptgrund einfach mal ignoriert, dass ich, warum ich überhaupt Valentino verprügelt habe. Also neben der Quest, die dabei war. Wir lassen uns mal kurz in Coragons Taverne sehen. Dort, wo Valentino gerne herumgestreunert ist, ich bevor ich ihm die Fresse poliert habe. Yay, das wird voll cool. Wie, weil wir typisch, sag mal, willst du mich verarschen? Halvor? Wo ich gerade bei dir bin. Was hältst du eigentlich hiervon? Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 800 Goldstücke. Das klingt nach einem fairen Angebot. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Soweit ich weiß, hat er leider keine neuen Fische für uns. Zumindest momentan nicht. Zumindest momentan noch nicht. genau, wir wollten zu Coragons Kneipe. Ich hoffe, man kann hier oben vorbei. Kann man doch, oder? Ja, habe ich nicht falsch in Erinnerung. Ich liebe es, wie die Stadt Korinis aufgebaut ist mit diesen vielen kleinen Abkürzungen und Verwinklungen. Das macht schon eine Menge aus, ja. Muss man so sagen, kann man behaupten. Und Adanos gefiel, was Coragon. Du bist doch nicht so wichtig, wie ich dachte. Hey, ich hab den Typen verprügelt. Valentino. Aber so groß war der Zorn Belias. Aber so groß war der Penis Belias, dass er über das Land kam und Tiere begattete. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Doch, so war das wirklich. Belias voller Wichser. Vorher klar. Hallo, Regis. Ich hab Valentino getroffen. Und? Ich habe ihm eine ordentliche Abreibung verpasst. Das hat er verdient. Hier, diesen Ring habe ich bei ihm gefunden, als wir unsere kleine Auseinandersetzung beendet hatten. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der meine Tracht Prügel verabreicht. Das wäre ja absurd. Was ist denn das für ein Ring eigentlich? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Valentinos Ring, Schutz vor Waffen 3. Was ist denn das für ein Scheißstück? Naja... Ich würde sagen, wir gehen noch mal zu Coragon. Einfach nur so. Hallo Coragon. Hallo Marco. Valentino konnte letzte Nacht seine Zeche nicht bezahlen. Er hat irgendwas gefaselt. Er wäre ausgeraubt worden und würde später bezahlen. So was. Und? Was hast du gemacht? Na, ich habe ihm eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Was sonst? Hier, nimm diesen Ring. Was? Ich verstehe nicht. Er gehörte Valentino. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der ihm eine Tracht Prügel verabreicht. Oh, das ist meine lieblingsversteckte Quest im gesamten Spiel. Es ist so... Das ist der Gothic-Humor, Leute. Informationen für Gavel, bla bla bla. Bla, bla bla bla. Bla bla bla. Ja, Leute, würde ich behaupten... Wir sind weit genug, um uns mal bei Orlands Taverne blicken zu lassen. Denn ihr wisst ja noch, dass uns gesagt wurde, wenn wir unsere Ausrüstung beim Ring des Wassers haben möchten,
Dann sollen wir mal bei Orlands Taverne vorbeischauen. Und genau das tun wir jetzt. Wie, du kannst es nicht glauben? Spinnst du? Von mir erfährt keiner was. Ich bin echt am falschen Ausgang, ne? Sag mal, wie lange spiele ich das Spiel jetzt schon? Und ich gehe zum falschen Ausgang? Der Stadt, nicht, dass sich daran was ändert. In der man 50% des Spiels verbringt? Ist er nicht darauf gekommen. Was ist mit mir los? Was ist bloß aus mir geworden? Ja, man darf nicht alles glauben, was man hört. Wisst ihr, Zuschauer? Auch wenn andere Leute euch erzählen, dass ich hier totale Scheiße baue. Ihr dürft ihnen nicht glauben. Eigentlich mache ich alles perfekt. Wir sind ja nach 40 Folgen schon in Kapitel 2. Kapitel 2 ist definitiv das längste Kapitel. Danach wird es sehr schnell sehr viel kürzer. Also für Kapitel 6 zum Beispiel würde ich mal sagen, das dauert vielleicht eine Stunde. Also keine Sorge, es sind nicht alle Kapitel so lang. Wer Gothic 1 gesehen hat, kennt das ja, dass die Kapitel unterschiedlich lang sind. Hallo Wolf, komm her. Ich will mein neues Schwert an dir testen. Oder besser gesagt, mein neues Talent im Zuhauen. So machen Kämpfe doch schon eine ganze Menge mehr Spaß. Als vorher, wo ich da so saß. Das Schwert nach links schwingen und ganz langsam nach rechts. Und nach links aber nicht die Luft verscheuchen. Denn wir brauchen ja alle Luft zum Atmen. Immer wenn du mit deinem Schwert zuschlägst, verscheuchst du sie. Tu es nicht, Marco, tu es nicht. Das war dämlich. Yay. Hier will ich hin, denn hier in der Nähe wohnt der gute alte Good Old Orlan. So heißt er. Seine Eltern bezeichneten ihn auch schon als gut und vor allem als alt. Und gelegentlich auch als Klaus. Hallo, Scamoshers. Guck mal, Zuschauerlein. Für wie wahrscheinlich hältst du es jetzt, dass mich eine Riesenratte verprügelt? Ironischerweise wären wir jetzt momentan übrigens als Miliz oder Söldner erheblich stärker. Aber spätestens, wenn die richtig guten Zauber kommen, wird sich das Ganze sehr, sehr ändern. So, will mal sagen, speichern wir? Man kann nie oft genug speichern. Glaubt mir, ich kenne das. Orlan, wie geht's? Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Heute? Das Treffen ist heute? Soweit ich mich erinnern kann, ja. Hoffentlich wird es nicht wieder so spät. Okay. Orlan, was trägst du dort plötzlich für ein Gewand? Was fällt dir ein? Das will doch keiner wissen. Ich komme einfach mal mit. Laris kommt angerannt. Kort direkt dahinter. Verschwindet im Nichts. Hallo? Was war das denn jetzt? Dahinter tun zwei Typen, als hätten sie ganz dicke Eier. Und zwei gechillte. Das wird sich nie ändern. Meinst du, mir geht es besser? Und der gute Martin ist natürlich auch dabei. Wer hier ein bisschen fehlt, ist Baltram. Wenn man sich mal so umschaut. Das war doch schon vorher klar. Er stellt sich das immer so einfach vor. Martin, warum bist du der Letzte? Wie halt einfach wirklich mal total krass der Letzte ist. Laris! So, mein junger Freund. Wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Es sind natürlich nicht alle, die dem Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch Fragen?
Ja. Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Das ist nicht so meine Sache. Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Cord. Er ist ein Meister der Klinge. Garn zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Cavalorn lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Alles klar. Ich muss weiter. In Ordnung. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Geh nun umgehend zu Vatras und lass dir deinen ersten Auftrag geben. Brüder des Rings, lasst uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist also der Neue, hm? Willkommen in unserer Mitte, Bruder des Rings. Willkommen im Ring des Wassers, Bruder. Ja, Cord, jetzt plötzlich total lieb. Ein neues Gesicht in unserer Runde. Willkommen im Ring des Wassers. Das ist doch lange bekannt. Yay. Und die anderen hauen einfach mal ab. Cavalon? Warte mal. Willkommen im Ring, mein Freund. Ja. Dann auch noch so ein Standardsatz auf den Lippen. Aber ja, das, was ihr hier seht, ist die Karte von Corinnes, aber die wollte ich gar nicht aufrufen. Was ihr hier seht, ist die Rüstung vom Ring des Wassers. Ist um... What the fuck? Ach nee. Ist um einiges besser als unsere Rüstung, zumindest bei Schutz vor Waffen und vor Pfeilen. Und deshalb werde ich die jetzt auch momentan gerade noch tragen, während ich diese beiden Scavengers ausräuchere natürlich. Hallo. Ich habe Hallo gesagt. Ich habe doch Hallo gesagt. Stirb doch. Immer wenn ich Hallo sage, muss jemand sterben. Die einfach abhaut, ne? So geht das. Okay, Leute, wir sind Teilnehmer beim Ring des Wassers. Was wird jetzt passieren? Wir sind hier gerade in der Nähe von Iskaroth. Dem sollten wir eine Nachricht überbringen und ich würde sagen, wir können das dann auch direkt tun, wenn wir mal ehrlich sind. Warum auch nicht? Wo wir schon beim Kloster sind. Und ich denke, dann war's das auch mit dieser Folge. Danach, nach der Nachricht. Ach nee, Palan, oder? Ah, da ist ja noch was. So, Moment kurz. Zwei Wolfs möchten es wissen. Und tschüss, mein Kleiner. Das hier ist jetzt wieder um einiges einfacher als vorher. Wow. Wir sind heute verdammt weit gekommen, muss man sagen, an der Stelle. Aber wir sind noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Das findet statt. Findet statt. Ich meine, das entspricht den Tatsachen. Feldräuberlein. Du wirst keine Felder mehr räubern. Glaube ich zumindest. Und auch du wirst keine Felder mehr räubern. Mit deinem Feldräuber-Abschaumschaum. Feldräuber-Abschaumschaum. Jetzt im Handel. Limitierte Auflage und all dieser Scheiß. Ah ja, ich zieh mal wieder meine Robe an. Ich bin ja jetzt schließlich wieder ein Feuermagier-Gefilden. Da links neben mir. Hallo Iskaroth. Wie geht's dir? Hab gehört, du brauchst eine Nachricht. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Keine Ahnung, was das für Tränke Möge sind. Möge allzeit über dich wachen. Aber wenn sie wichtig oder total mächtig wären, dann hätte ich sie vermutlich im Kopf. Ich schätze mal Heiltränke oder sowas. Pkau! Scavengers! Ihr dürft nicht leben! Ja! Wie ich sie mittlerweile schon besiege, ohne selbst auch nur Schaden zu nehmen. Also, das Kampftalent
nützt echt eine ganze Menge. Und hier ist ja sogar eine Steintafel, die ich übersehen habe. Ja. Ich denke mal, wir werden eine Menge übersehener Steintafeln einsammeln in diesem optionalen Part. Bam, 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 bam. Wir könnten so viel jetzt noch machen. Wir könnten zum Beispiel die Sache mit dem... Ja, der ganze Komplex mit dem schwarzen Troll wäre theoretisch... Ich schau mal. Vielleicht machen wir das noch, bevor wir ins Minental gehen. Hallo, Petro. Warum rede ich da mit dir? Ich weiß nicht. Tschüss, Petro. Tschüss, Marco. Sag mal, der Paladin, der hier wohnt, lehrt der einen zufällig Geschicklichkeit? Kann das sein? Frage ich mich nur gerade. Nein. Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit im Gebet Kraft... Ja, ich weiß. Blablabla. Im Gebet Kraft finden. So nenne ich das auch, wenn ich zu faul bin, um irgendwas zu tun. In der Bibliothek war der Kerl, genau. Bibliothek. Wie geht es dir? Wird sich das jemals ändern? Mr. Karas. Guck mal. bevor da irgendein Missverständnis passiert, werfe ich dann doch lieber mal die Drachensnapper-Rolle aus dem Inventar raus. Hey. Nicht, dass der die gleich plötzlich im Inventar hat. Ich habe hier die Spruchrollen, die du wolltest. Gut gemacht, junger Freund. Jetzt wird es aber Zeit, dass du dich deinen Studien widmest. Und nimm diese Spruchrolle als Belohnung. Alles klar, vielen Dank. Was sind eigentlich deine Ware? Nicht so interessant. Okay. Wollt der Kerl da hinten auch noch was? Hey, du. Sieht nicht so aus. So, damit hätten wir alles erledigt, was wir im Kloster machen wollten. Ist das wirklich? Alles voller Blut. Ich glaube aber, man kann mit dem großen Rat noch darüber reden, was Lord Hagen gesagt hat. Vielleicht geben die uns ja was zur Unterstützung mit. Weiß ich nicht mehr. Hallo Pyroka. Ich bringe Nachricht von Lord Hagen. Er will Beweise für die Anwesenheit der Drachen und die Armee des Bösen. Also werde ich ins Minental gehen und ihm die Beweise bringen. Gut. Dann wirst du diesem Befehl folgen. Der Paladin Sergio soll dich bis zum Pass geleiten. Möge Innos dich schützen. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Segne mich, Meister. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Danke. Man kann sich zum Pass bringen lassen? Bringt das irgendwas? Ey, Magier ist ja voll hier, ne? Voller Service. Hallo. Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch... Ja, ich weiß. Innos erleuchte deinen Pfad. Bist du wirklich daran? Bin mir nicht ganz sicher. Doch, klar, wir können... Das ist doch nichts Neues. Man weiß gar nicht mehr... Wisst ihr was? Ich beende die Folge jetzt, werde mir überlegen, was wir als nächstes tun und dann machen wir das auch. Ist ja doof, wenn ich hier herumhänge und mich frage, wie erkläre ich es Ihnen? Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2. Bis dahin. Die Sonne ist sehr schön hier. Dieses Gegenlicht. Man erzählt sich ja so einiges. Bis dahin. Ciao.